Der Moment der Wahrheit steht kurz bevor. Es ist gerade eine sehr interessante Situation hier bei Life is Strange. Vielleicht kann man kurz die Musik aus dem Spiel, die dieser Entscheidung zugrunde liegt, so ein bisschen unter diese Moderation packen. Denn sie ist wirklich dramatisch. Wir haben auf der einen Seite David Madsen, beruflich Security-Mann auf unserer Uni, hobbymäßig Arschloch und aber auch der Stiefvater unserer besten Freundin. Und die wurde umgebracht von einem Lehrer, der jetzt gerade betäubt im selben Raum mit David Madsen liegt. Das heißt, wenn ich ihm jetzt das sage, kann es gut sein, dass der einfach zermatscht. Wozu ich sagen würde, super! Aber wiederum ist es eigentlich nicht so ein bisschen der Geist des Spieles, dass man zulässt, dass Menschen zermatscht werden. Aber ich garantiere euch jetzt schon, ich werde es ausprobieren. Ich kann aber auch, und das wäre für mich jetzt eher untypisch, aber in diesem Fall ist es, glaube ich, die richtige Wahl, ich könnte die Wahrheit verschweigen. Wo ich nicht genau weiß, na, es ist halt schon menschlich auch ganz schön assi, jetzt ihm noch zu suggerieren, alles ist gut, und dann später lernt er, die ist schon tot. Also mich hat es ja selbst gerade überrascht, denn wir reisen die ganze Zeit durch die Zeit und verändern Dinge, und wir sind jetzt in der Zeitlinie, in der unsere Freundin tot ist, und leider ist das die Zeitlinie, in der wir im Moment stecken geblieben sind. Also es kann sein, dass es die Finale ist. Ich will auf jeden Fall sehen, wie Mr. Jefferson zermatscht wird. Und ich bin ein kleines Mädchen, das heißt, ich kann das gar nicht machen. Ich kann gar nicht fest genug treten. Und deswegen lasse ich das jetzt erstmal den Erwachsenen machen. Und ich drücke X. Viel Spaß. Er hat's verdient. Vertraut mir. David. Chloe is dead. This isn't happening. It can't. No, God. Not Chloe. Max, are you sure? Are you... Yes, I saw her. I saw a Jefferson killer in the junkyard. Last night. Last night? When I was so close to finding out the truth? I promised Joyce that I would protect her and Chloe. How can I face her and explain this? I never even told Chloe that I... God damn it! You killed my wife's child, you sick fucker! And you took away my stepdaughter! David, wait! Ja, echt? Lass ihn doch vorher aufwachen. So hat er doch gar nichts mitbekommen. Es hätte so viele andere Orte geben können, wo du vorher hättest reinschießen können. Du hast da wahrscheinlich ein Magazin mit 15 Schuss. Das reicht für alle Körperteile plus... Gut. Wenn du es entschieden hast, ist ja deine Entscheidung. Ich wollte ja nur auf deiner Seite. I'm sorry you had to see that. Ich habe nicht genug gesehen. Es war viel zu lame. What a mess. Viel zu einfach. What have I done? All that time I wasted with surveillance. Chloe, I'm sorry. Joyce, I failed you. My family. You didn't fail. You did your best. Aber ganz Mensch, sicher wirst du nicht mehr als Sicherheitsbeamter arbeiten. You better go outside. Der Zug ist wirklich abgefahren, tut mir leid. You've seen enough of this room. David, thank you for saving me. Boah, ist das heftig. Ich hoffe natürlich, ich kann zurückspulen. Ich bin mir aber nicht sicher. Es kann ja auch sein, dass im letzten Kapitel alles ein bisschen final ist. Eigentlich will ich ihm das ja nicht antun. Er kriegt jetzt natürlich enorme Probleme. Er muss sicher einen Haufen Papierkram ausfüllen. Und jetzt wird er wieder lebendig gemacht, der Jefferson. Er wird entschossen. So, Moment. Jetzt muss ich halt wirklich den armen Mann anlügen.
Ach, aber vielleicht wird er es später verstehen. Da muss ich einfach jetzt stark sein. Ich muss der Erwachsene hier sein. I'm sorry. Ich könnte natürlich auch einfach weggehen. Ich muss eigentlich nicht lügen. Aber ich glaube, es ist sinnvoll, dieses Gespräch nicht aufzuschieben. Please. Jefferson. Oh, I always... Okay. Jetzt bin ich trotzdem noch mal nett. Ich will ja nicht jetzt irgendwie alles auf der negativen Tour in Max probieren. Auch hier wieder X. Nein. Ihr druckst euch jetzt aber auch ganz schön um die wichtige Entscheidung rum gerade. Komm, gib mir die Möglichkeit, ihn anzulügen. Oh. Sie wollen es einfach nicht. Sie wollen es nicht mehr haben. I know you're... I'm not gonna... I tried to be a... Du schaffst es. Nochmal. You fucked up. I'm glad. I... And you... I just wanna... Okay, wir lügen ihn an. David, she was pretty stressed out, so she went to go medicate before I ended up in here. So she's okay. Oh, thank God. For once I'm happy Chloe's a stoner. David, I have to go outside and get some real air and use my phone. Of course. Go on, Max. You're a brave soldier. I'm glad Chloe has a best friend like you. Oh. Go on now. Die Schuld. You've seen enough of this. Die große, schwere, unsichtbare Schuld. Oh, naja, kann man nichts machen. Okay, es ist... Teacher. Ja, es muss sein. Das ist eine gute Idee. I could have told David the truth. He deserved... Ihr denkt doch mal nach, Olle. I want to burn all hate looking at me like that. Could you? How? Damn. Jefferson torched everything. Now the only photo I can get is the one Warren took. Na, endlich. Endlich wird Warren mal wichtig. Just looking at that makes me want to vomit. Oh, Rachel. Okay. How could anybody... Oh, shit. Ach so, das kommt von ihm, er guckt sich gerade Jeffersons Best-ofs an. Auch wie frech, wie der halt einfach ein Wallpaper sich damit gemacht hat. Das ist so frech einfach. Kann ich irgendwas davon mitnehmen? You won't be going, Jefferson, to any more shows. Looks like Jefferson ja. was planning a major Gut, das kennen wir schon und es sind ja auch genug Beweismittel übrig, um ihn zu verknacken. Er lebt ja noch, also er soll gefälligst bis zum Ende seines Lebens in irgendeinem Knast verschimmeln und währenddessen regelmäßig gegangbankt werden. In alle Öffnungen, Freedom. Die ihm der liebe Gott gegeben hat und vielleicht sogar noch ein paar, die man in dieser Zeit neu schafft. Das ist meine persönliche Meinung zu yes. Jefferson. Warren, can you hear me? Never mind. Listen, do you have that photo you took last night in the parking lot? Yeah, but why? It wasn't that great a shot. Yes, it is, and I want it. Where are you? I'm at the Two Wells Diner. Pretty much trapped in here with Joyce thanks to this Armageddon weather. I'm expecting the ocean to turn red. I'm on my way. Come on, that's crazy. You can barely walk on the sidewalk outside. Seriously, Max, stay wherever you are. I don't think the storm's getting smaller. I'm kinda scared. That's okay. Me too. But it's not over yet, Warren. So hold on.
I trust Limbo have been warning you people for years that our culture of sin and entitlement would lead to God striking us down. And I'm the one trapped in this fucking radio station. Somebody get me the hell out of here now! Now, goddammit, how I pay all those taxes! You have one new message. Message received yesterday at 9 p.m. Max, it's Nathan. I just wanted to say I'm sorry. Wow. I didn't want to hurt Kate or Rachel or I didn't want to hurt anybody. Everybody used me. Mr. Jefferson is coming for me now. All this shit will be over soon. Watch out, Max. He wants to hurt you next. Oh, das ist natürlich. Das ist natürlich jetzt noch unerwartet, aber auch ein ziemlich geiler. So ein Rippenkneifer der Entwickler für alle, die ja jetzt immer noch nicht gecheckt haben, dass Nathan ganz sicher nicht der Schlimmste war. Und wahrscheinlich sogar nicht mal so schlimm, wie wir immer gedacht haben. Trotzdem ein Arsch, aber dafür kommt man ja leider nicht in den Knast. Ah, okay, der Wirbelsturm hat scheinbar ganze Arbeit geleistet. Krass. Das hätte ich jetzt schon aber gerne gesehen. Nach all dem Aufbau hätte ich da gern mal ein bisschen was von gesehen. Endlich ist er da, der Wirbelsturm. Ich habe ja wirklich gedacht, er schlägt während des Vortex-Clubs ein. Und ich habe überhaupt nicht gedacht, dass diese ganze Rachel-Kiste so relevant wird und sich dann zu diesem Serienkiller-Spiel entwickelt, nach dieser Suche. Zu dieser Suche nach einem Serienkiller. Für mich wirkt es die ganze Zeit, als muss man die Stadt vor dem Wirbelsturm bewahren. Hey, der Guy ist trapped. Ich muss everybody I can. Und jetzt stellt sich raus, es waren einfach zwei verschiedene schlimme Dinge, um die ich mich kümmern muss. Das ist deine Chance! Ach komm! Ach, das wäre jetzt günstiger als Uber. Du wärst auf jeden Fall endlich mal aus dem Kaff rausgekommen. Das ist doch nichts für dich. Dein Leben war vorher besser. Soll das Dorf doch selbst, offensichtlich soll es von der Waldkarte verschwinden, sonst wird doch nicht jeder irgendwie versuchen, die Bevölkerung hier zu dezimieren. Ich meine, der einzige Grund, muss man ja auch mal sagen, warum hier überhaupt noch irgendwas steht, ist, weil Max da ist und sich um alle kümmert. Aber scheinbar will das Schicksal euch alle tot sehen. Und ganz sicher Alyssa. Alyssa will es, tut mir leid, aber Alyssa had it coming, wie man so schön sagt. Der habe ich schon tausendmal geholfen. Muss aber was alleine können. Oh, ist das lustig. Oh, das ist so lustig. Da muss ich kurz nochmal drauf eingehen. Also ihr müsst euch das jetzt so vorstellen. Wir haben dieses arme Mädchen 100.000 Mal vor dummen Gefahren beschützt, die absolut irrelevant waren, ja. Da waren so Sachen dabei wie eine Drohne oder ein Fußball oder ein Papierflieger oder irgendein Mist, ja. Und da haben wir immer gesagt, ey, geh mal einen Schritt nach links. Super. Und dann sind wir weitergegangen. Und die hat natürlich nach und nach gedacht, wir sind einfach super crazy und kümmern uns um sie und haben immer Ahnung. Das hat sie jetzt umgebracht. Also die Tatsache, dass wir ihr vorher völlig belanglos, nur so, als würden wir fast schon angeben mit unseren Fähigkeiten, ich weiß hier ein bisschen mehr als du, geh mal einen links, haben wir sie quasi dazu gebracht, dass sie jetzt stirbt. Weil ich bin mir sicher, dass sie nicht rückwärts gepanikt wäre, wenn ich all diese Sachen nicht gemacht hätte, wenn sie einfach eine ganz normale Beziehung zu mir hätte, dann wäre sie eher zu mir hingegangen in der Hoffnung, ich helfe ihr und nicht rückwärts hier einmal den Achter runter ins Erdgeschoss.
Ah, ist das alles fürchterlich. Aber ich kann dir natürlich helfen. Obwohl, gute Frage, wie kann ich ihr helfen? Das ist eine gute Frage. Wie kann ich ihr jetzt helfen? Wenn sie jetzt immer so reagiert, ich kann ja nicht mehr zurück und all die anderen Male... Na gut, wir werden mal gucken. Ja, ich will dir helfen. Ups, da ist es schon wieder weg. Jetzt, es ging so schnell, plups, war so unten. Ja, verdammt. Das ist ja... Kann ich jetzt echt nicht helfen? Da muss ich jetzt gerade erst nochmal überlegen. Also ich kann dir auf gar keinen Fall... Ja, dich hätte ich schon gerne weiter noch... Na komm, helfe ich dir. Aber, also die will ich auf jeden Fall retten. Die kann ich jetzt nicht... Das geht nicht. Ah, gut, sehr gut. In dem Fall habe ich genau richtig gespult. Ah, da hat das Brett aber neigt sich zum Biegen. Vielleicht einfach den achten Donut dann mal liegen lassen. Siehst ja, was es dir bringt. So, jetzt ist aber endlich, jetzt bitte, und stell dich jetzt nicht irgendwo hin, nicht auf die Hauptstraße oder irgendwo hin, wo irgendwas auf dich drauffallen kann. Ich bin mir sicher, du bist auf jeden Fall als nächstes dran, irgendwann in naher Zukunft. Meine Fresse, die hat's echt faustdicke. Kann ich irgendwo rüber? Nee, kann ich nicht, okay. Na gut, wem kann ich denn noch helfen? So. Ist das hier eine riesige Muschel? Ach nee, ist ein Wal. Ah, okay. Wird hierher geschrien oder ist hier noch irgendwo eine andere Stelle? Nö, sieht so aus, als müsste ich hier rein. Der Chor schreit im Liegen. Der Wind bläst gen Süden. Ja, freut mich, dass ihr alle noch Otto kennt. Das ist wirklich ungewöhnlich. Das ist wirklich ungewöhnlich. If we can make it out of this, Chloe. Okay. Das kennen wir ja alles schon, brauchen wir aber nicht. Die haben hier umdekoriert, sag mal. Und wo ist denn, wo kam denn der Schrei gerade her? I'm stuck here unless I put out this fire first. Oh. Electrocuted. Das ist ja gemein. I want to help that fisherman, but he's in shock and he might hit me. Das ist gar nicht so einfach. Was mache ich denn jetzt? Wie kann ich ihm jetzt helfen? Kann ich den Sprinkler nicht irgendwie anders anmachen? Okay. I just need to switch on the electricity to activate the sprinkler. Ja, ich kann den jetzt nicht töten. Das ist ja Quatsch. I'm stuck here unless I put out this fire first. Ja, aber du siehst doch auch, warum du es nicht machen kannst. Also sag doch mal was Sinnvolles. Monologisier mich doch mal hier raus jetzt. Ach komm, nö. Gut, er stirbt immer noch. Auch beim zweiten Mal. Dann weiß ich jetzt also ganz sicher, dass ich das nicht mehr mache. Don't fail me, Fusebox. Okay. I want to help that fisherman. Ja. Schwierig. He's in shock and he might not hear me. Vielleicht kann ich ja hier die Zeit so zurückspulen, dass das Feuer irgendwie noch nicht ausgebrochen ist. Nee, ich bin hier am Ende, aber wie man sieht, alles so wie immer. Nein. Ich muss hier jetzt allen helfen. Ich weigere mich, einfach so zu gehen. Also ich gehe vielleicht kurz raus. Das geht schon gar nicht mehr. Okay. Oh, das kann doch nicht jetzt euer Ernst sein. Das muss doch gehen. Guck ich mal in den Chat. Anmachen, durchgehen, zurückspulen. Anmachen, durchgehen, zurückspulen. Ach so, ja. Oh Mann. Tut mir leid, Junge, aber du musst einmal sterben. Du musst sterben, damit ich leben kann. Jetzt kann ich nämlich durch das Wasser durchgehen. Was passiert eigentlich mit dem Typen? Ist der jetzt... Also, ist er tot? Gibt es ihn mehrfach? Das sind alles so Dinge, alles Fragen, die hier nicht beantwortet werden, aber die ich spannend finde.
Alles kein Problem, Digga. So. Und wie kann ich jetzt die Fusebox benutzen? Ach, das geht durch die, ja, durch das Loch. Perfekt. You should get out of here. Okay. I better hurry to the diner over there. I need Warren's photo. Der wird auch dumm gucken. Wo ist das Foto? Welches Foto? Aber ich wette, er hat es dabei. Er hat es direkt in der Unterbuchse immer dabei. Da ist ja einiges schiefgegangen hier. Da ist der Zug. Der gehört da doch nicht hin. Mit den ganzen Autos und so. Und das ist ja deine, okay. Immerhin sieht der noch ganz okay aus. Da ist ja Chloes Mutter, die auch noch nichts weiß von Chloes Tod. Ach du Fresse, das wird alles schlimm. Ich brauche dringend dieses eine Bild. Oh oh. Scheiße. Ja, da sehen wir es. Ich spule ganz zurück und damit kann ich ein bisschen mehr Zeit erkaufen. Und dann warte ich, bis es hier wieder losgeht mit dem Feuer. Und dann spule ich nochmal zurück. So, das war's. Kann ich jetzt hier rein? Ach scheiße, das geht gar nicht. Wahl, warum musst du dich immer mitten auf die Straße legen? Wo gehe ich denn jetzt hin? Immer schön zurückspulen. Ah, vielleicht kann ich das auch verhindern. Wir müssen aber an der Stelle kurz Pause machen und in die Werbung schalten. Danach geht es gleich wieder weiter hier mit Life is Strange. Und wie ihr seht, ist einfach die Apokalypse ausgebrochen. Das heißt, wir sehen eine Menge Action und lösen das Rätsel heute. Und vielleicht werden sie alle überleben. Ich glaube es ja nicht mehr, aber vielleicht schaffen wir es noch mit eurer Hilfe. Bis gleich.